Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Orga TV im Sommersemester 2017. Wir sind die neuen Moderatorinnen und künftig seht ihr euch pünktlich um 18.18 Uhr live bei Orga TV. Mein Name ist Theresa. Und ich bin die Sophie. Hi! Dieses Semester ist unsere Sendung in drei Hauptkategorien aufgeteilt. Wir beschäftigen uns an erster Stelle mit der Generation Z. Hierzu dürft ihr euch auf eine ganze Beitragsreihe freuen. Wir reden über die Generation Z im In- und Ausland, wozu wir mit bekannten Politikern diskutieren, Masterabsolventen zu ihren Abschlussarbeiten befragen und vieles mehr. Die zweite Hauptkategorie nennt sich Z aktuell und befasst sich mit aktuellen Themen rund um den Campus Saarbrücken und Umgebung sowie aktuellen Themen aus der Welt, sodass ihr jederzeit jede Woche top informiert seid. Die dritte und letzte Hauptkategorie nennt sich Z Style. Und da haben wir euch für euch was ganz Besonderes vorgestellt. Ja, also ich sag nur so viel. Ihr dürft euch jede Woche auf 1 bis 2 Tutorials und Kurzbeiträgen in den Kategorien Kochen, Beauty und Lifestyle freuen. Also theoretisch alles, was wir Studenten zum Überleben brauchen. Genau, aber kommen wir doch zuerst mal zu uns als Team. Wer noch alles zu uns gehört, wer wofür zuständig ist, das seht ihr jetzt in unserem allerersten Beitrag. Mein Name ist Bastian und ich bin zuständig für die Technik. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin für die Regie verantwortlich. Ich bin euer Jo und dieses Semester zuständig für Kamera und Schnitt. Hi, ich bin Theresa und ich bin dieses Semester eine eurer Moderatorinnen. Hi, ich bin Frederik, ich bin verantwortlich für Licht und Ton. Hi, ich bin die Sophie und ich mache zusammen mit der Theresa die Moderation. Willkommen im Sommersemester 2017. Wir freuen uns auf euch! Kommen wir nun auch schon zu einem weiteren Beitrag, in dem wir euch zeigen, wie wir uns auf die heutige Sendung vorbereitet haben.
Katharina, was machst du hier Schönes? Ich schreibe das Wetter vor. Juhu. Sehr schön. Ich gebe alles für euch, damit ihr immer top informiert seid. Ja, da freuen wir uns doch drauf. Theresa, was machst denn du? Ich gestalte gerade die Fragen für die liebe Sandrine. Sehr schön. Ja, dass sie uns mal erzählen kann, wie das alles so bei ihnen war letztes Semester. Ich weiß gar nicht, wo ich hinkommen soll, hier oder hier? Jo, und was machst du? Ich schneide den Zeitraffer vom Aufräumen zusammen. Oh, sehr schön. Jetzt habt ihr mal einen kurzen Überblick erhalten, wer alles zu unserem neuen Team zählt. Und da wir als Neulinge noch recht unerfahren sind und uns auch ein bisschen darauf einstellen wollen, was uns dieses Semester erwartet, haben wir heute auch schon die ersten zwei Gäste im Interview. Und das ist die liebe Sandrine und der Benny. Herzlich willkommen! Hi! Na, schön wieder hier zu sein? Ja. Ja. So, wir sind ganz gespannt, wie es euch im letzten Semester so ergangen ist. Und wir hoffen, dass ihr uns ein bisschen darüber erzählen könnt, wieso euer Anfang bei Orca TV war. Also unser Anfang war ein bisschen chaotisch. Okay. Wir waren am Anfang, ganz ehrlich, ein bisschen unorganisiert und ein bisschen überfordert, auch zu aufgeregt. Ja, mit der Zeit kam die Routine und dann hat sich das gelegt. Okay, und wie war das bei euch mit der Rollenverteilung? Also war von Anfang an klar, wer wofür zuständig ist? Oh je, nee, das war gar nicht so klar. Also wir haben uns das erste Mal getroffen, hier am Lehrstuhl, und hatten so drüber geredet, ja, hat irgendjemand Vorlieben, weiß er, was er machen will, und dann waren wir uns alle so einig, keiner war so richtig happy, Moderation zu machen. Okay. Und ja, dann kam der Professor Scholz mit in die Runde und hat dann direkt gesagt, ja, ich finde, Sie könnten moderieren und Sie könnten moderieren, und dann, ja, waren die Rollen dann doch ganz schnell verteilt und... Ja, wir zwei hatten unseren Job. Okay. Ja, und was würdet ihr sagen, war dann letztendlich jeder so zufrieden mit seiner Rolle oder denkt ihr euch, ach, ich wäre lieber in der Regie gewesen zum Beispiel? Nee, also man hat ja von allem so ein bisschen mitbekommen, man weiß ja, was die anderen so gemacht haben. Also die Rollenverteilung war schon in Ordnung, so wir zwei haben uns von Anfang an so wohl gefühlt hier vor der Kamera. Aber okay. Ja, das hat sich dann auch schnell gelegt und okay. Dann war alles gut. Super, ja. Dann wisst ihr jetzt, wie es uns heute geht hier. Genau, wobei ihr das richtig gut macht. Dankeschön, danke. So, erzählt mal, was war denn so das Schwierigste jetzt eigentlich bei der Sendung oder bei den Vorbereitungen? Das Ganze zeitlich auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Also wir waren ja auch noch weniger im Team. Ja. Und es ist aber generell schwierig mit Studium, Leben ansonsten und den vielen Terminen, die Orga TV halt mit sich bringt mit der Zeit im Laufe, je nach Phase, das Ganze so zu koordinieren, auch unter der Gruppe, mal kann der, mal kann der, mal kann der, dass das alles passt und dass jeder auch damit zufrieden ist. Ja. Ja. Dann erzählt doch aber mal was von euren Erlebnissen. Wir haben gehört, ihr wart auch viel unterwegs in Berlin, Frankfurt oder Stuttgart, glaube ich auch. Da gibt es doch bestimmt einige Highlights. Also was war dann für euch persönlich das Witzigste, was hat euch besonders gut gefallen? Oh, ich glaube, so Highlights hatte jeder so sein eigenes. Also man kann jetzt nicht sagen, die ganze Gruppe, das Highlight war in Stuttgart, weil ja auch nur zwei von uns in Stuttgart waren. Einer war in Berlin, der Benny war jetzt in Frankfurt. Aber auch der IT-Gipfel hier in Saarbrücken war ein Riesenerlebnis. Also eigentlich war so die ganze Zeit, genießt es auf jeden Fall, die ganze Zeit war ein cooles Erlebnis. Okay, das klingt gut. Ja. Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall. Ja. Und wie war das jetzt bei euch so? Du hast gerade eben gesagt, Orca TV, es war zeitlich ziemlich schwer zu planen. Wie lief das dann ab mit Studium? War das dann schon so, dass man beides parallel machen konnte? Oder gab es da wirklich Schwierigkeiten, sodass ihr gesagt habt, nee, nur Orca TV? Man kann absolut beides parallel machen. Mhm. Es ist eine Einstellungssache. Mhm. Und man muss halt immer wieder abwägen, Prioritäten setzen. Orca TV bedingt schon, dass man manchmal auch die anderen Sachen ein bisschen beiseite legt. Okay. Und da muss man zum einen bereit sein, das zu tun, ja, und zum anderen das auch kompensieren können. Also gerade für mich war es wichtig, dass ich immer in den Vorlesungen, wo ich dann gehört habe, auch Freunde hatte, die da waren, von denen ich dann, wenn ich nicht hingehen konnte, Unterlagen bekommen habe. Mhm. Ja, das war schon essentiell. Also weil es geht nicht, dass man ganz normal weiter studiert. Man muss das alles planen und kompensieren können, also auch immer einen Plan B haben und dann klappt das.
Also das Zeitmanagement ist sozusagen alles? Ja, total. Okay, auf jeden Fall. Aber ihr würdet es trotzdem jederzeit wieder machen und auch den Zuschauern da draußen auf jeden Fall empfehlen? Ja, total. Auf jeden Fall. Also es hat sich unheimlich gelohnt. Ja. Man hat für sich selbst super viel gelernt. Ja, die Erfahrung war wirklich also eine riesengroße Sache. Okay. Ja, und man springt bei OrgaTV, zumindest bei mir war es so, auch oft über seinen eigenen Schatten. Und das ist immer hilfreich, wenn man das im Leben kann. Ja, das stimmt. Ja, abgesehen davon, wie gesagt, es war kombinierbar mit dem Studium. Wieso nicht? Super. Ja, super, das klingt gut. Mhm. Ja, und zum Abschluss habt ihr dann doch sicher auch noch ein paar kleine Tipps für uns, die ihr uns mit auf den Weg geben könntet. Also wir haben euch ja schon viele Tipps gegeben, die man jetzt nicht auch alle hier erwähnen muss, die so hinter den Kulissen wichtig sind. Aber auf jeden Fall ganz wichtig, immer cool bleiben, immer Spaß bei der Sache haben. Das ist das A und O. Und die Zeit geht so schnell rum, das werdet ihr merken. Dann ist auf einmal schon die letzte Sendung, dann übergibt ihr schon ans nächste Team. Also das ist Wahnsinn. Die Zeit rennt wirklich davon. Okay, super. Dann bedanken wir uns bei euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Sehr schön, super. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen mindestens genauso viel Spaß haben werdet wie wir. Genau, und jetzt geht's bei uns weiter mit Jo und der verrät euch die coolsten und angesagtesten Event-Tipps fürs Wochenende. Ich bin euer Jo und herzlich willkommen aus der OrgaTV-Zentrale zu unseren zufällig ausgesuchten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 26. April bis Dienstag, den 2. Mai. Auch diese Woche gibt es in Saarbrücken und Umgebung einiges zu tun. Wir fangen aber an mit dem Bayern München gegen BVB Dortmund DFB-Pokal-Halbfinalspiel am Mittwoch, den 26. April. Spiel findet in München statt, übertragen wir zum ersten Anpfiff um 20.45 Uhr. Wer Lust hat, kann davor um 18 Uhr in der Uni im ASTA-Freiraum an der ersten Shampoos-Redaktionssitzung des Semesters teilnehmen. Einfach vorbeikommen und helfen, die nächste Shampoos-Ausgabe aktiv mitzugestalten. Für die, die es nicht wissen, Shampoos ist das ASTA-Magazin der Universität des Saarlandes. Los geht's mit der Feierei am Donnerstag, den 27. April. Im Soho findet die Semesterauftaktparty der Fachschaft Medizin statt. Los geht's um 23 Uhr, kostenlose Shuttlebusse pendeln zwischen Saarbrücken und Homburg. Davor findet ab 19.30 Uhr die erste komische Nacht in Saarbrücken statt. Comedians Erasmus Stein, Friedmann Weise, Jochen Prang, Mirja Regensburg und Roberto Capitoni treten auf in 5 unterschiedlichen Locations in Saarbrücken. Ticket gibt's ab 19,50 Euro. Genaues Line-Up findet ihr auf Facebook unter Komische Nacht, der Comedy Marathon. Wer lieber etwas lernen will, kommt um 17.30 Uhr in die Hochschule Pforzheim. Unser Lehrstuhlinhaber Professor Scholz gibt zur 30-jährigen Jubiläumsfeier des Personalforums einen Festvortrag mit dem Titel Generation Z als Paradigmenwechsel für die personalwirtschaftliche Lehre und Forschung. Die längere Fahrt ist es auf jeden Fall wert. Am Freitag, den 28. April, steigt die Psychoparty in Blau. Besonderer Gast hinter den Turntables diesmal Professor Dr. Frank Spinat. Auch geil, Urpilz und Luft für 3,50 Euro. Los geht's um 23 Uhr. Samstag, 29. April, der Tanz in den Mai beginnt im Silodom. Das 2-Tage-Festival fängt an um 23.45 Uhr und ist erst am 1. Mai um 9 Uhr morgens beendet. Superstar-DJ Jennifer Cardini, gefolgt von 9 weiteren DJs, ballern euch in den neuen Monat. Ticketpreise folgen, wer am ersten Tag kommt, kommt am zweiten günstiger rein. Wer nach 3 Tagen noch nicht genug gefeiert hat, kann am Sonntag, den 30. April, ins Mauerpfeifer. Draußen, drinnen und unten warten über 7 DJs auf 3 unterschiedlichen Floors auf dich. Unter anderem prominenter Besuch aus Frankfurt mit Phil Evans und Max Best. Los geht's um 23 Uhr. Bisschen genügsamer beginnen wir den Mai. C6 Steve, der US-amerikanische Blues-Musiker, ist auf Europa-Tour und kommt am 1. Mai in die Garage. Einlass 19 Uhr, Beginn 1 Stunde später. Tickets gibt's für 40 Euro auf fkpscorpio.com. Wir beenden die Eventwoche am Dienstag, den 2. Mai, mit höchster Prominenz aus dem Norden. Der lustigste Ostfriese seit der Eiszeit, Otto, präsentiert sein neues Programm Holdrio Again live in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Los geht's um 20 Uhr, Tickets gibt's ab 45 Euro auf eventim.de. Das war's doch schon wieder mit eurem Jo aus der OrgaTV-Zentrale. Wenn ihr eure Events hier vorgestellt haben wollt, schickt mir eine Mail unter orgatv@orga.uni-sb.de. So long, schöne Woche und feiert gut! So Leute, kommen wir nun auch schon zum Schluss unserer ersten Sendung. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr nächste Woche wieder fleißig einschaltet. Genau, nächste Woche geht es um die Generation Z, was das genau ist und warum man die Generation Z einmal unter die Lupe nehmen sollte. Und außerdem gibt es in der Kategorie Z-Style was ganz Leckeres für euch. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut vorbei, pünktlich jeden Mittwoch 18.18 Uhr live bei OrgaTV. Und zum Abschluss zeigt euch unsere liebe Wetterfee, die Katharina, wie denn das Wetter am kommenden Wochenende ausschauen wird.
Oh ja, und das ist sehr wichtig, denn wie ihr alle wisst, steht ja auch der 1. Mai vor der Tür. Genau, also nutzt den Dienstag zur Regeneration und seid am Mittwoch wieder alle dabei. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo Leute, hier ist eure Katharina und ich führe euch in diesem Semester durch das Wetter. Deshalb möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wir starten direkt mit dem Wetter am kommenden Wochenende. Los geht es mit Freitag, dem 28.04. Hier wird es leicht bewölkt sein, bei Höchstwerten von 10 Grad. Weiter geht es am Samstag mit etwas wärmeren Temperaturen von 13 Grad. Auch hier wird es wieder leicht bewölkt sein, jedoch lässt sich die Sonne öfter blicken. Sonntag, dem 30.04. ist leider vielerorts mit Regen zu rechnen, bei kühlen 12 Grad. Kommen wir nun zu der für euch wichtigsten aller Fragen. Wie wird das Wetter zum 1. Mai? Ich habe gute Neuigkeiten für euch. In diesem Jahr könnt ihr die Regenjacke beruhigt im Schrank lassen und den Bollerwagen packen, denn es wird sonnig. Allerdings wird es bei 13 Grad nicht sonderlich warm sein, also vergesst nicht, euch warm anzuziehen. Das war's leider schon für diese Woche von mir. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder, also vergesst nicht einzuschalten. Ciao!